Hallo zusammen. Es gibt so Tage, hat man es bis hier und da möchte man einfach nur die Sachen packen und abhauen. Nicht fehlen sollte ein Handtuch, wenn man der einschlägigen Reiseliteratur glauben mag. Vor allem, wenn es darum geht, weiter als 20.000 Kilometer von zu Hause wegzukommen. Ihr ahnt, worauf ich hinaus will. Ihr habt es schließlich auch den Titel auf dem Thumbnail gelesen. Wann reisen wir zu fernen Planeten? Ja, das ist ein Gedankenexperiment. Die machen immer Spaß. Ist ein bisschen so wie auf einem Kaugummi rumzukauen, der nie seinen Geschmack verliert. Also stellt die Rückenlehnen senkrecht und klappt die Tischchen hoch in Gedanken. Wir legen los. Und zwar mit der Frage aller Fragen, warum? Warum sollten wir zu anderen Planeten reisen, die weit entfernte Sterne umkreisen? Ist doch eigentlich ganz schön hier. Die Luft lässt sich atmen, das meiste kann man essen und ich habe hier all meinen Kram untergebracht, wie wahrscheinlich die meisten von euch. Es kann natürlich sein, dass wir irgendwann nicht mehr die gefährlichste Spezies hier auf der Erde sind oder dass irgendetwas anderes das Leben für uns sehr unangenehm werden lässt. Sei es der Klimawandel, sehr wahrscheinlich, oder ein Asteroideneinschlag, sehr unwahrscheinlich. Nur so nebenbei, am 30. April 2026 wird unsere Erdbahn gekreuzt vom Asteroid 2017 SH33. Das ist der total catchy Name des zurzeit größten Near-Earth-Asteroid. Der hat einen Durchmesser von rund einem Kilometer. Und es hätte apokalyptische Ausmaße, wenn der hier einschlagen sollte. Aber keine Panik. Die NASA hat die Wahrscheinlichkeit dieses Ereignisses mit 1 zu 150 Millionen berechnet. Nur mal zum Vergleich. Die Wahrscheinlichkeit, alle Zahlen im Lotto richtig zu tippen, liegt bei 1 zu 140 Millionen. Das war eigentlich zur Beruhigung gedacht, aber mir fällt gerade ein, dass so ein Lotto-Hauptgewinn ja doch ziemlich oft vorkommt. Na egal. Ein anderer Grund, warum wir uns auf den Weg zu fernen Planeten machen, ist, wir sind das, was in der Psychologie antriebsüberschüssig genannt wird. Heißt, wir sind nicht nur neugierig. Anders als alle anderen Lebewesen auf der Erde geben wir keine Ruhe, wenn unsere Grundbedürfnisse befriedigt sind. Irgendwas treibt uns an, immer wieder ein bisschen weiterzugehen. Ein Beispiel von vielen sind die Menschen aus Polynesien. Die machten sich viele hundert Jahre vor Kolumbus von ihrer Heimat auf den Weg nach Amerika. Auch wenn niemand genau sagen kann, ob es Abenteuerlust war oder sie andere Gründe hatten, sie haben einen Weg auf sich genommen, der vielleicht ähnlich verrückt gewesen sein muss wie eine Reise nach TRAPPIST 1E. Der Name ist euch vielleicht unbekannt. TRAPPIST 1E ist ein Gesteinsplanet. Er ist ein wenig kleiner und leichter als unsere Erde, soll unserem Heimatplaneten aber sehr ähnlich sein. Je nach Atmosphäre könnten die Temperaturen wie bei uns sein. Denn dieser Planet umkreist den Stern TRAPPIST 1 in einer sehr vorteilhaften Entfernung. Nicht zu nah, das wäre zu heiß, und nicht zu weit weg, das wäre zu kalt. Er befindet sich also in der habitablen Zone. So wie die Erde die für uns genau richtige Entfernung zur Sonne hat. Apropos Entfernung. Das TRAPPIST-1-System ist von uns etwa 12 Parsec entfernt. Das sind ungefähr 40 Lichtjahre. Und das ist auch schon eins der größten Probleme. Es ist für mich zumindest gar nicht so leicht zu erfassen, was 40 Lichtjahre sind. Jetzt kommen deshalb ein paar Zahlen, damit ich, wir alle, das ein bisschen besser einordnen können. Keine Panik. Geht schneller vorbei als die Reise zu TRAPPIST 1E. Also, 40 Lichtjahre sind etwas über 378 Billiarden Kilometer. Das am weitesten entfernte vom Menschen gebaute Gerät ist die Raumsonde Voyager 1. Nur mal zum Vergleich. Die startete 1977, also vor 47 Jahren, hat inzwischen die Grenzen unseres Sonnensystems verlassen und ist mittlerweile 22 Lichtstunden von uns entfernt oder 0,0025 Lichtjahre. Mit ihrer momentanen Geschwindigkeit würde Voyager 1 noch 703.000 Jahre unterwegs sein bis zu TRAPPIST 1E. Dummerweise fliegt sie in die falsche Richtung. Geht das vielleicht nicht schneller? Ich meine, 1977 ist ja schon echt lang her. Da muss ich doch bei der Antriebstechnik was getan haben. Tatsächlich funktionieren Raketenantriebe immer noch so wie damals bei Isaac Newton. Also, zu Newtons Zeit gab es natürlich noch keine Weltraumraketen, aber das grundsätzliche Prinzip hat Isaac Newton in seinem dritten Bewegungsgesetz schon beschrieben. Nämlich, dass jede Aktion eine gleich große Reaktion in entgegengesetzter Richtung auslöst. Das funktioniert beim Standard-Raketenantrieb so.
Es wird ein Treibstoffgemisch verbrannt. Das strömt aus der Brennkammer nach draußen. Mit der gleichen Kraft, in der das brennende Gas nach hinten ausgestoßen wird, beschleunigt die Rakete in die entgegengesetzte Richtung, also nach vorn. Damit sind für so ein Raumschiff Geschwindigkeiten von maximal 10 km pro Sekunde möglich, also 36.000 km pro Stunde. Das klingt schnell, vor allem wenn man Tempo 100 als Reisegeschwindigkeit gewöhnt ist. Trotzdem sind 36 Kilokilometer pro Stunde gerade mal ein 30.000stel der Lichtgeschwindigkeit. Oder in Reisezeit ausgedrückt, von hier nach TRAPPIST 1 bräuchten wir in der Geschwindigkeit rund 1,2 Millionen Jahre. Für jemanden, dem auf Fahrten schnell langweilig wird, klingt das nicht sehr reizvoll. Wenn man statt auf eine chemische Reaktion, Verbrennung, auf einen nukleartermischen Antrieb setzt, also ein Gas in einem Atomreaktor erhitzt und dann ausstößt, dann lassen sich Geschwindigkeiten von bis zu 100 km pro Sekunde erreichen. Damit würde sich die Reisezeit zu TRAPPIST 1 auf komfortable 120.000 Jahre reduzieren. Problem dabei ist, dass niemand gern das Risiko eingehen möchte, ein Atomkraftwerk in die Luft zu jagen. Und ja, ich habe das absichtlich zweideutig formuliert. Eine Möglichkeit, die noch mehr Geschwindigkeit verspricht, ist ein Laserantrieb. Das war die Idee hinter dem Projekt Breakthrough Starshot. Ein sehr starker Laser schießt von der Erde aus einen Strahl auf die Sonnensegel eines Raumschiffs. Dadurch beschleunigt es auf 20% der Lichtgeschwindigkeit. Damit wäre man in 200 Jahren bei TRAPPIST 1 angekommen. Das Problem dabei, der Laser muss wirklich sehr stark sein. Nur für die Energie dafür bräuchte man um die 200 Atomkraftwerke hier auf der Erde. Und gleichzeitig wäre die Masse des Raumschiffs sehr begrenzt, auf ein paar Gramm. Menschen könnten damit nicht durchs All reisen. Das Projekt wurde inzwischen übrigens eingestellt. Ja, und alle Star Trek-Fans fragen sich, was ist mit dem Warp-Antrieb? Science Fiction. Wobei, inzwischen hat er den Fiction-Teil ein bisschen hinter sich gelassen, also zumindest theoretisch. Der Physiker Miguel Alcubierre veröffentlichte 1994 ein Paper, in dem er sich mit einer Art Warp-Antrieb beschäftigte. Warp ist Englisch für das deutsche Wort Verkrümmung. Und die Idee beim Warp-Antrieb ist, dass der Raum vor dem Raumschiff extrem gestaucht wird und hinter dem Raumschiff gedehnt wird. Ganz vereinfacht könnt ihr euch das so vorstellen. Ihr steht auf einem Teppich und rafft den vor euch so zusammen, dass ihr direkt an den Teppichfransen am Ende steht, ohne einen einzigen Schritt gemacht zu haben. Der Vorteil ist, da der Raum verändert wird, bewegt ihr euch nicht schneller als Lichtgeschwindigkeit und ihr werdet trotzdem schneller als das Licht an eurem Zielort. Ihr verletzt also keine physikalischen Gesetze. Ich weiß allerdings nicht, wie sehr ihr mögliche Lebensformen verletzt, die sich zufälligerweise im gekrümmten Raum befinden. Und das praktische Problem mit dem Warp-Antrieb ist, die Materie, um diese spezielle Raumkrümmung zu erzeugen, müsste negative Materie oder negative Energie sein. Die muss man erstmal haben. Und dann muss man die auch die ganze Zeit im Raumschiff transportieren. Und wir wissen alle, wie sehr sich die Security im Flughafen anstellt, wenn man nur eine Flasche Wasser mitnehmen möchte. Weil die Reisezeit für ein Menschenleben einfach viel zu lang ist, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Besatzung von so einem Schiff wird in eine Art Reiseschlaf versetzt, gern auch tiefgekühlt. Das hat allerdings seine ganz eigenen Herausforderungen. Ich empfehle euch da das Video zur Kryonik. Die zweite Möglichkeit ist ein Generationenraumschiff. Das heißt, das ist ein riesiges Raumschiff, das Platz bietet für viele Familien, die über mehrere Generationen auf dem Schiff am Leben bleiben. Hoffentlich. Denn mehrere Generationen auf einem Raumschiff zu versorgen, ist eine unglaubliche Herausforderung. Da müssen viele Sachen einfach funktionieren. Nahrung, Medizin, kollektives Gedächtnis. Denn es kann ja gut passieren, dass spätere Generationen auf so einem Raumschiff gar nicht mehr genau wissen, warum sie eigentlich da sind und was die ursprüngliche Mission war. Sie könnten dann irgendwann den Sinn der Mission in Zweifel ziehen oder sogar die Existenz der Erde. Und dann ganz eigene Wege gehen. Denn natürlich ist die Kommunikation auf so einer Reise extrem eingeschränkt. Zwischen einzelnen Funksprüchen können Jahrzehnte vergehen. So eine Raumschiffbesatzung ist da komplett auf sich allein gestellt und muss gucken, wie sie mit den Gefahren im Weltall zurechtkommt. Die sind sehr vielfältig. Materiepartikel von Asteroiden zum Beispiel, die können bei hohen Geschwindigkeiten wie Geschosse wirken und das Raumschiff durchlöchern. Oder hochenergetische kosmische Strahlung. Die kann die Elektronik zerstören und das Erbgut der Raumfamilien.
Und was anhaltende Schwerelosigkeit mit unserem Organismus macht, das lässt sich auch nicht mit Sicherheit sagen. Aber das Gemeinste ist was ganz anderes. Wenn so ein Raumschiff gestartet ist, hört die Entwicklung auf der Erde ja nicht einfach auf. Es kann gut sein, dass 100 Jahre später viel bessere und schnellere Möglichkeiten entdeckt werden, interstellare Reisen zu machen. Das heißt, das erste Raumschiff könnte locker vom zweiten überholt werden. Und während die Besatzung des ersten Schiffs noch lange nicht am Ziel ist, könnte die Besatzung des zweiten Schiffs schon ganz entspannt an einer Strandbar auf einem fremden Planeten pangalaktische Donnergurgler trinken. Das ist ein Problem, mit dem sich der Physiker Andrew Kennedy 2006 beschäftigt hat. Er hat eine Formel aufgestellt, mit der man berechnen kann, wann der beste Zeitpunkt ist, zu einem interstellaren Ziel aufzubrechen, damit man tatsächlich zuerst dort ankommt und nicht überholt wird. Die Formel hat viel damit zu tun, dass sich laut Kennedy rund alle 100 Jahre die Reisegeschwindigkeit verdoppelt. Für einen bemannten Flug zu TRAPPIST-1 sollten wir nach seinen Berechnungen deshalb erst in rund 1300 Jahren starten. Und das ist dann auch die Antwort auf die Frage, wann wir zu fremden Planeten reisen. In 1300 Jahren haben wir hoffentlich viele Probleme gelöst. Und so lange sollten wir hier alles noch schön in Schuss halten, damit es nett bleibt und wir und unsere Nachfahren eine gute Zeit haben können. Die wünsche ich euch auch. Bis zum nächsten Video. Und wir uns hier wiedersehen. Macht's gut. Tschüss.